Willkommen bei Burgenland heute am Sonntag. 6 Menschen sind heuer schon auf der S4 tödlich verunglückt. Nun werden erste Sicherheitsmaßnahmen gesetzt. Und wir kommen zu weiteren Meldungen vom Tag. Viel zu oft haben wir heuer schon über tödliche Unfälle auf der Mattersburger Schnellstraße S4 berichten müssen. 6 Menschen sind dieses Jahr bei Unfällen auf der Strecke zwischen Mattersburg und Wiener Neustadt gestorben. Der Sicherheitsausbau startet 2025, aber bereits ab Mittwoch, dem 1. November, wird eine temporäre Mitteltrennung errichtet. Und das sorgt in den kommenden Wochen für Umleitungen und verengte Fahrbahnen, berichtet Christopher Iwanschitz. Musikalisch beenden wir die heutige Sendung. Die Wetteraussichten hat gleich Jessie Schwarz für Sie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Starten Sie gut in die neue Woche. Auf Wiedersehen.